So, meine Freunde, endlich mal ein Ziel gefunden, ey. Das hat echt lange gedauert, bis ich da ein Ziel gefunden habe. Verifizieren Sie Ihre Zielperson. Folgen Sie ihr unauffällig, bis sich unser Verdacht bestätigt hat. Ihr Ziel und die Polizei dürfen Sie nicht entdecken. Mehr müssen Sie nicht wissen. Ah, das ging schnell. Oh Mann. War ja wunderschön. Scheiße, ey. Das war ja eine schöne Runde. Aber ganz ehrlich, warum spawn ich denn eigentlich bitte direkt hinter denen? Ich wusste gar nicht, was ich machen soll. Er folgte mich jetzt wirklich mit der Karre, ey. Der will's aber wissen. Der will's aber echt wissen. Meine Fresse. Ich muss den Kopf freikriegen. Das ist echt 48 Punkte dafür gekriegt. Alter. Meine Fresse. Alter! Scheiße! Dein Fixer verfolgt mich. Ich werd gehackt. Ich muss ihn schnell finden. Im Parkhaus. Nein! Oh, bitte nicht! Ja, dann weiß ich auf jeden Fall schon mal, was meine Aufgabe ist, ne? Oh mein Gott! Oder ist er nicht so klug? Könnte natürlich auch sein. Ich wette, der ist im Parkhaus. Ich wette, er ist da. Oh Gott, Sie sind's! Ich muss nicht Sie holen, aber Sie sollten hier verschwinden! Ach, Sie sind's! Wer bin ich denn? Er internalisiert noch nicht. Wetten, er ist gerade im Parkhaus und sucht sich ein geeignetes Auto? Oder rafft er es jetzt einfach? Er internalisiert gerade. Wenn er jetzt wirklich noch im Parkhaus da irgendwie ist. Okay. Ich gucke im Parkhaus. Er ist hundertprozentig da. Ich meine, das ist ja die beste Posi. Das habe ich auch gemacht. Der ist hundertprozentig irgendwo hier im Parkhaus. Oder ist im anderen Parkhaus. Aber ne, er müsste hier irgendwo sein. Er steckt sich hundertprozentig hier irgendwo im Auto. Also gleich sofort die Karre da checken. Wie schaut's aus? Ja, da ist nix. Ist auch nix. Dauert Jahre, bis ich alles gescheckt habe, ey. Das gefällt mir mal so gar nicht. Fällt mir mal überhaupt nicht, ey. Jetzt weiß ich mal, wie es ist, ey. So eine Kacke. Jetzt ist halt die Frage auch noch. Ist der wirklich so scheiße motherfucking klug, dass er sich wirklich hier irgendwo in der Karre versteckt? Oder ist er nicht so klug und... Ich hoffe mal, das ist wirklich im Parkhaus. Oh. Oder ist er vielleicht ganz oben? Das könnte natürlich auch sein. Man weiß es halt nicht. Hier oben geht's nur weiter. Das habe ich mir mal vor ein paar Minuten angeschaut, wo ich den einen Kollegen da gehackt habe. Man kann sich da auch oben recht gut verstecken. Jetzt habe ich wirklich jedes Auto gescheckt und da war er nirgends. War er echt nirgends. Er ist da oben. Ist aber bestimmt oben. Ach, dieser scheiß Blackout. Was macht man denn eigentlich, wenn... Man hat da gar keine Chance mehr. Das wäre richtig mies, wenn er jetzt nur einen Blackout raushaut. Er ist hundertprozentig da oben. Ich hab ein paar Gemcoms, Kollege. Kannst du mir glauben? Kann jetzt nochmal Blackout? Er ist hundertprozentig da oben, ohne Witz. Wie mies ist denn das, ey?
Wie lange läuft denn noch, mein Scheiß? Ja toll, warum kann er die ganze Zeit Blackout machen? Was ist das für ein Scheiß? Ja, siehst du, er war, ganz ehrlich, das, ich weiß nicht so recht, aber das hätten sie anders machen müssen. Das hätten sie wirklich anders machen. Ganz ehrlich, er kann doch die ganze Zeit 10.000 Blackouts machen. Wenn er ganzen Items hat, macht er, stellt er sich die ganze Zeit jetzt her. Ich finde, ganz ehrlich, bei dieses Hacking sollte man nur einmal einen Blackout einsetzen können. Oder vielleicht dann 10 Sekunden Pause oder so. Aber die ganze Zeit Blackout, das ist doch scheiße. Da versteckt er sich da irgendwo und dann komme ich da nicht hoch. Ich weiß, ich könnte mit einem Granatenwerfer rumballern. Aber ganz ehrlich, was wäre denn, wenn er sich jetzt irgendwo, sag ich mal, hier. Okay, ich bin ein scheiß Noob. Ich bin so ein richtig abgefuckter Noob. Warum? Zeige ich euch. Man kommt nämlich hier auch hoch, ohne den Lift. Scheiße. Ja, ich kenne halt das Parkhaus noch nicht so recht. Ich weiß, ich war da ganz kurz oben, aber ganz schnell halt. Kurz mir angeschaut, kurz geguckt, wie schaut es mit dem Gabelstapel aus? Kommt man da irgendwie hoch? Nee, scheinbar nicht, aber mit dem Lift, okay. Und weiter nach oben bin ich halt nicht gegangen irgendwie. Alter, das war halt Dummheit von mir. Okay, ich geb's zu. Das war Dummheit von mir. Naja, suchen wir jetzt auf jeden Fall nächstes Ziel und ich mache wieder mal einen kleinen Cut. So, meine lieben Freunde, da wären wir auch schon wieder bei der Beschattung. Hat eine Weile gedauert, aber haben wir jetzt endlich mal gefunden. Verifizieren Sie Ihre Zielperson. Folgen Sie ihr unauffällig, bis sich unser Verdacht bestätigt hat. Ihr Ziel und die Polizei dürfen Sie nicht entdecken. Mehr müssen Sie nicht wissen. Meine Kamera. Oh shit. Das ist so scheiße, wenn sie sich einmal umdreht. Habe ich schlechte Karten hier. Habe ich richtig scheiß Karten hier jetzt gerade. Der benutzt die Kamera. Ich kann sie auch nicht von da observieren, ey. Durch die Wand irgendwie so. Da ist eine Kamera. Kommen. Wie die sich auch nicht bewegt, die guckt sich einfach die Kameras an. Vielleicht 50%? Die sollte sich mal ein bisschen bewegen, würde ich sagen. Gefällt mir. Aber sobald sie zu mir kommt, irgendwie in der Art, renne ich sofort weg. Jetzt kommt sie her. Jetzt kommt sie, ja. Das wird nicht wahr sein. Eine Scheiße hier. Will sie jetzt einfach flüchten, oder was? Wie schaut die ganze Sache aus? Fucking shit. 98, brauch nicht mal viel. Das war gut. Yeah. Schnell und sauber. Oh ja, so schaut's aus, Baby. So schaut's aus. Genau so schaut's da mal aus. So, gleich das nächste Ziel. Und ich mache wieder einen kleinen Cut. So, da haben wir ein Ziel wieder mal gefunden. Uli, uli. Ja, ja, ja. Finden und verifizieren Sie Ihre Zielperson. Folgen Sie unauffällig, bis sich unser Verdacht bestätigt hat. Ihr Ziel und die Polizei dürfen Sie nicht entdecken. Mehr müssen Sie nicht wissen. Ganz ehrlich, was war denn das wieder für ein geiler Spawn? Direkt hinter seiner Fresse gespawnt. Keine Sorge, Hilfe ist unterwegs. Er weiß hundertprozentig gleich, ey, wenn er nach hinten guckt. Und er macht aber nichts. Er fährt eher von mir weg. Oh Mann, ey. Ich hab's noch nicht mal hingekriegt, den. Ich
frage mich, ob er jetzt auch eigentlich nach dieser Nebenmission gesucht hat. Ja, ne? Er weiß auf jeden Fall, dass jemand ihn beschatten soll. Oh, meine Fresse. Ich brauche eine Kamera. Perfekt. Das reicht nicht. Da ist noch eine Kamera. Komm. Jawohl. Du musst mich eigentlich suchen, Kollege, und ein Profil von mir anlegen und nicht abhauen. Denn das ist nicht der Sinn der Sache. Noob. Ein richtiger Vollmond wieder am Start. Mann. Warum finde ich einfach so eine Leute, ey? Du musst mich suchen, nicht abhauen. Meine Fresse. Der Typ ist echt der Hammer. Der. Alter. Es steht doch eigentlich bei ihm, legen Sie ein Profil von ihm an. Von dem Typen an. Und nicht abhauen. Oder steht es bei ihm doch irgendwie abhauen? Nee, Quatsch. Er kriegt doch gar keine Punkte. Ich krieg nur Minus. Das steht da niemals. Ganz ehrlich, das sind so eine Idioten, ey. Ich würde gerne mal beschattet werden. Ganz ehrlich, er kriegt doch keine Punkte. Das steht niemals bei ihm, den Vollmongo-André Brunner, ey. Mich auch, ey. Naja. So, meine lieben Freunde. Weiter geht's. Nächster Online-Auftrag. Nicht mehr Online-Beschattung. Ich weiß nicht. Online-Beschattung finde ich irgendwie geil. Keine Frage. Aber ich hasse es, wie die Pest gegen so eine Spieler zu spielen, die einfach den Modus überhaupt nicht kennen. Die sich sagen, ich hau ab. Aber ich muss eigentlich ein Profil von den Typen anlegen. Ist mir egal. Ich hau ab. Das macht das ganze Ding weg kaputt. Wenn man Online-Rennen mal wieder. Finde ich nicht so geil, ehrlich gesagt. Ich persönlich, aber ein bisschen Abwechslung und damit es auch mal wieder vorkommt. Machen wir das einfach. Ich werde jetzt das einfach immer wieder abwechseln, in jedem Part irgendwie einmal einen Modus und ja. Ich hoffe mal, wir finden da jetzt schnell ein. Es könnte natürlich auch sein, dass wir jetzt gleich einfach mal instant gehackt werden. Aber ganz ehrlich, das ist halt scheiße gemacht. Und auch bei dieses Online-Hacking finde ich es scheiße, dass man Blackout die ganze Zeit durchgehend aktivieren kann. Das finde ich auch irgendwie kacke. Das finde ich irgendwie, ne. Das ist auch noch nicht meins. Denn ihr müsst euch mal reinziehen. Ihr versteckt euch einfach irgendwo, wo man eigentlich normalerweise gar nicht hinkommt. Ohne Hacken. Also, man kommt da echt nur hin, wenn man irgendwie was hackt. Und dann haut er einfach die ganze Zeit durchgehend Blackout rein. Ich meine, dann stellt er wieder Blackout her, dann macht er wieder und wieder und wieder. Ist halt scheiße gemacht. Ich finde, auf jeden Fall haben wir jetzt hier ein Online-Rennen gefunden. Sehr schön. Und das Rennen ist gerade vorbei. Nächstes Rennen machen wir einfach mal. So. Und dann mal gucken, ob wir mal irgendwie gewinnen rennen. Wegen. Ich weiß auf jeden Fall, dass ich nicht so der Ober. Renner hier bin. Keine Ahnung. Nebenbei, ich muss hart auf Klo. Scheiße. Hätte ich lieber mal vor der Aufnahme nochmal gehen müssen, ey. Scheiße. Egal, das halte ich irgendwie aus in diesem Part. Kurvenschneider. Ja, komm mal hin, er startet in 7 Sekunden. Oli, oli. Boah. Ich weiß selbst noch gar nicht mal, wie euch eigentlich Watch Dogs Multiplayer von mir jetzt irgendwie gefällt. Das weiß ich selbst noch nicht. Ich nehme die ganze Zeit auf. 20 Parts schon irgendwie oder so, aber ich weiß noch gar nicht, wie es euch gefällt. Also ihr habt man eigentlich momentan, wo ich es gerade aufnehme, habt ihr. Okay, wir machen ein Rennen zu zweit. Also wo ich gerade aufnehme an dieser Zeit, habt ihr euch noch nicht mal ein Part angeschaut. Deswegen wurde noch nicht veröffentlicht. Ist schon hochgeladen, ja. Sogar das DLC wurde noch nicht mal veröffentlicht.
nicht warum, aber ich glaube, das war nicht so gut. Ja, einfach zu ran. Ich glaube, der weiß nicht, dass man Nitro zünden kann. Gefällt mir. Na, dann werde ich ihm mal zeigen gleich, wie man Nitro zündet. Und zwar so. Bitch. Was dumm ist, plus... Na, okay. Ich komme doch irgendwie klar mit Nitro. Bei Kurven. Juhu, ich gewinne vielleicht zum ersten Mal. Außer wenn meine Karre gleich Schrott geht. Wegen Quant schon. Ach ja, 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 ja. Boah, da waren gerade Poller, ne? Da sind schon wieder Poller. Ne, das waren keine Poller. Ich habe kein Nitro, schade. Ich habe gerade G gedrückt, von wegen. Ja, Nitro. Ne, habe ich gar nicht mehr. Scheiße. Wir wollen wieder Nitro haben. Digga, was ist da los? Was ist da los mit dem Nitro, hä? Was ist da los mit dem Nitro? Ich muss nur noch eine Sache irgendwie hart rammen und dann habe ich echt schlechte Karten. Ich krieg gar kein Nitro mehr reingedrückt. Bei Joel, das für ein Scheiß. Wo ist denn der jetzt hingefahren? Abkürzung. Interessant. Immer noch nicht Nitro. Hm. Mann, ey. Alter, meine Karre ist zu. Gleich im Arsch. Das hätte ich echt anfangs nicht machen sollen. Mit einem Ram da. Ich habe den Typen da so hart gerammt, dass ich selbst da reingefahren bin. Und irgendwie fahre ich gerade richtig bescheuert. Links, rechts, links, rechts. Ich kann gerade richtig gut aufholen. Aber Nitro mal wieder. Oder auch nicht. Da stand Nitro. Ich hab's eigentlich auch gekriegt, aber irgendwie nö. Oder ist meine Karre schon so scheiße, dass ich gar kein Nitro mehr bekommen kann. Wäre auch toll. Was ist eigentlich das Ziel, sag mal? Ach da. Baby, ich hab gewonnen. Oh yeah. Oh yeah. Oh yeah. Oh yeah. Oh, bist du mad? Bist du ein bisschen mad? Bist du ein bisschen mad, hä? Ach, das ist ein Scheiß, ey. Nur zu zweit antreten. Ach, guck mal, ja. Atme ist da. Atme ist da, hast du gehört, Digga. Atme ist da. Atme ist da. Da, 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 da. Drum. Hast du gehört? Drum. Drum, drum. Aber es war auch ein bisschen zu leicht, wegen der Typ hat selbst, glaube ich, noch nicht mal Nitro oder so. Und, bleiben Sie stehen! Hey, ja! Ach, ich liebe dieses Safe-Game irgendwie, ey. Zigtausend Granaten zum Herstellen, Alter.